Servus Leute, willkommen zurück zu einem neuen Sammelkartenspiel Opening. Heute machen wir mal wieder was von Pokémon auf, nachdem wir das letzte Mal ja das Digimon TCG quasi angefangen haben mit dem ersten Set. Heute Pokémon und zwar wieder was Japanisches, nämlich das ja mittlerweile schon wieder nicht mehr neueste Set Battle Region. Es sind ja jetzt schon Time Gazer und Space Juggler draußen und Dark Phantasma ist schon angekündigt. Außerdem haben die jetzt schon wieder die nächsten Titel sich quasi markenrechtlich schützen lassen. Also es kommt die nächste Zeit wieder so viele neue Sets raus. Kommt sie gar nicht mit dem Sammeln hinterher. Naja, wie gesagt, jetzt erstmal hier Konzentration auf Battle Region. Das ist ein Set, was sich sehr an das Spiel Legenden Arceus anlehnt. Wir sehen hier schon die drei Starter des Spiels. Beziehungsweise, also das sind schon die Starter, aber halt die Endentwicklung, also nicht Bautz, Feurigel und Otaro, sondern wir haben hier Silvaro, Tornupto und Admurai in der Hisui-Form immer. Und ja, wie gesagt, diese Starter sind halt eben hier in diesem Deck speziell ein bisschen gepusht und dann in Time Gazer und Space Juggler dann eher so die legendären Pokémon, die man dann in dem Spiel halt eben trifft. Also die nächsten Sets kümmern sich alle so ein bisschen thematisch um, wie gesagt, das Spiel Legenden Arceus. Das Format dieses Displays ist vielleicht für die Leute, die sich mit den japanischen Displays nicht auskennen, jetzt Neuland oder können damit nicht viel anfangen. Es gibt immer mal wieder Special Sets in Japan, die nicht in diesen großen quadratischen Displays erscheinen, sondern in hier diesen rechteckigen, wunderschön geformten. Ne? Und zwar sind das sogenannte High-Class Decks. Die sind normalerweise immer was Besonderes, zum Beispiel bei Shiny Star V oder Tag Team All-Stars GX, wo dann in jedem Booster ein Hit drin ist oder. In dem Fall ist es jetzt aber nichts so Besonderes. Also es ist irgendwie so eine Mischung. Ich weiß auch nicht genau, was die da jetzt hier mit gemacht haben. Auf jeden Fall würde ich sagen, gucken wir einfach mal hier jetzt dann rein, was für Karten drin sein können. Ich bin jetzt mal hier im Inkognito-Modus, damit ich nicht bei Kartenmarket immer meine Anmeldeinformationen ausblenden muss. Aber hier tauchen jetzt die ganze Zeit irgendwelche Werbung auf. Mal gucken, wie lange es hält. Also Starburst haben wir ja schon aufgemacht, dann sind wir jetzt hier wie gesagt bei Battle Region. Time Gazer und Space Juggler sind schon draußen zum Zeitpunkt der Aufnahme und Dark Phantasma ist angekündigt. So, und da ist auch wieder die Werbung, okay. wir gehen mal rein hier in das Set. Alter, was kriege ich hier für Werbung vorgeschlagen? Egal. This set introduced sparkling shiny Pokémon that are limited to one per deck. The set also introduced V and V-Star versions of the Hisuian starters and featured a cool Pokéball Reverse Holo Pattern for some cards. So, also in diesem Set sind sogenannte Sparkling Pokémon drin oder auch Shiny Pokémon und in jedem Display haben wir eine Karte davon, ne? Limited to one per Deck. Also Deck bedeutet in dem Fall Display. Wir haben hier V und V-Star Versionen der Hisuian Starters, also hatte ich ja schon erklärt, die Starter aus dem Spiel. Und wir haben ein Pokéball Reverse Holo bei manchen Karten. Also, ach, scheiß Werbung da. Wir haben Reverse-Karten in jedem Booster und es gibt ja noch die Character Rares. Dazu folgendes: Wir haben 67 Karten erstmal im normalen Set und 26 Secret Rares. Wenn ich jetzt hier runter scroll, dann sehen wir schon mal das erste Sparkling-Pokémon, das ist nämlich Heatran. Wir haben hier noch ein Sparkling-Greninja drin. Und wir haben noch ein Sparkling Resladero. Das sind die drei Shiny-Pokémon, die wir jetzt hier ziehen können. Dann sehen wir hier noch die V- und V-Star-Pokémon oder die V- und V-Star-Karten der Starter-Pokémon. Ne? Jetzt hier, warte mal, wo ist dann Tornupto war weiter oben, oder? Ja, hier, genau. Da wie gesagt die Starter. Nächstes Mal mache ich wieder im normalen Modus, dann ist es halt so. Das mit der Werbung geht mir auf ein Kinspiel. Und genau, dann kommen hier unten die Character Rares, die wir ja schon aus Strahlende Sterne kennen. Jetzt lädt der Pokélektor wieder so ewig lang, ich weiß nicht was. Ja, gut. Auf jeden Fall haben wir hier die Character Rares. Ne? Die sehen ja so ähnlich aus wie bei uns, wie wir sie kennen. Hier mit dem Hut. Das ist eine sehr, sehr geile Karte. Die will ich unbedingt ziehen. Egal ob jetzt heute oder in einem. Ja, ich denke, ich werde davon nochmal ein Display aufmachen, wenn ich es denn jetzt ziehe. Also Hut. Mega geile Karte. Das sind sogenannte Character Rares. Nein, die Seite will nicht laden. Will diese Seite laden? Ja, guck mal, die will laden. Zumindest sieht es schon mal ein bisschen besser aus. Nein, auch diese Karte will nicht laden. Okay, dann probiere ich es anders.
Ja, doch, man kann es ungefähr erkennen. Hier unten steht CHR für Character Rare. Das ist die 73 von 67, also theoretisch eine Secret Rare, aber wir können mehr als eine Character Rare pro Display ziehen. Ich weiß nicht die genaue Pullrate, aber ich habe schon gesehen, dass Leute mehr als eine Character Rare gezogen haben. Bedeutet, in diesem Display sind theoretisch mehrere Secret Rares drin. Was dann wieder eine normale Secret Rare ist, ist jetzt zum Beispiel hier das Hisuian Tornupto. Okay, das lädt jetzt nicht. Dann muss ich es wieder mal so aufmachen. Ne, da steht einfach SR 76 von 67, das normale Secret Rare. Davon können wir halt dann maximal eine ziehen. Aber eben von diesen Character Rares können mehrere drin sein. Zudem sind hier zum Beispiel Kommandantin Celestis oder hier der Denboku drin. Also wie gesagt, die ganzen Charaktere, die man aus dem Spiel kennt. Als Full Art quasi, als Trainerkarte und einmal als Rainbow. Dann nochmal hier die drei Starter-Entwicklungen als Rainbow. Dann haben wir hier nochmal die oder eine Gold-Version von dem Atmurai drin in der Hisuian-Form. Dann haben wir hier die dieses Jubeldorf Village, also diese, das ist doch hier die, das Hauptquartier der Galaktik-Expedition als Goldkarte. Sehr, sehr geiles Secret Rare. Und dann eben zu den Character Rares. Hier haben wir einmal Stami mit Misty. Super geile Karte, würde ich unglaublich gern ziehen. Und eben hier das Huthut. Ansonsten sind hier nochmal ein paar, ja, auch aus dem Spiel gefeaturete Pokémon drin, wie zum Beispiel Dummytier mit der, wie sagt man denn, Pflegerin. Also halt immer mit diesen zugehörigen, ne? Dann hier das Axantor, auch mit dem dazugehörigen Kerl. Ich kann mir die ganzen Namen aus dem Spiel nicht mehr alle merken. Also das gab ja zu jedem Pokémon, hatte da so immer so einen Trainer, sag ich jetzt mal. Also es war kein Trainer, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Und außerdem, das Spiel habe ich schon vor ein paar Monaten oder Wochen abgeschlossen. Ich kann mich da jetzt nicht mehr an alles, an alle Namen erinnern. Deswegen hier auch das Magnarion. Keine Ahnung, wie der Typ hieß. Zumal das Magnarion war doch überhaupt, das war doch gar kein Featured-Pokémon. Ne, ist ja auch wurscht. So viel auf jeden Fall mal zu den Karten, die hier drin sein können. Wie gesagt, Shiny-Karten, Reverse-Karten, V- und V-Star-Karten, Full-Art-Karten, Character-Rares. Das Set ist voll mit coolen Karten. Und Preise, wer hat's gedacht? Character Rares, insbesondere halt hier mit Cynthia und Knackrack, Misty, Stami, sind die teuersten Karten, also um die 50 Euro, genauso wie hier noch das Atmurai als Gold. Jubeldorf ist dann schon 35 Euro. Roxanne, ich weiß überhaupt nicht, die ist doch im Spiel überhaupt nicht aufgetaucht, oder? Oder habe ich die schon wieder verdrängt? Naja, auf jeden Fall 25 Euro. Dann hier ein paar Goldkarten, paar Rainbow-Karten für ein paar 20 Euro. Die Greninja Shiny, 15 Euro. Und dann hier die ganzen Full Art, so um die 10 Euro. Tatsächlich die V- und V-Star-Karten. Zum Beispiel, was haben wir hier? Zum Beispiel hier Silvaro, 1 Euro als V-Star. Genauso wie, ja gut, Tornupto ist vielleicht noch ein bisschen, ja, 2 Euro. Ist wahrscheinlich auch mit der beliebteste Starter, also ich hatte auch Tornupto, so viel kann ich mal verraten. Und dann hier das Atmurai auch 1 Euro und die ganzen normalen V-Karten, guck mal hier, 20 Cent. Viridium V, 13 Cent. Ja, die Holos, 3 Cent. Also wenn ich nachher die Preise an die Karten schreibe, die ganzen V-Karten, wenn da hier Silvaro 20 Cent, da schreibe ich den Preis nicht dran. Ja, so viel auf jeden Fall mal hier zu den Preisen. Dann muss ich jetzt noch mal eine Sache tun und das ist mir wieder hier mein Kameramenü aufrufen. Da ist es. Und dann würde ich sagen, können wir reingehen ins Display. Wie gesagt, ich versuche immer am Anfang von dem ganzen Opening-Gedöns hier paar Infos über das Set zu geben, auch über Kartenpreise, wobei hier können sich die Kartenpreise ja auch immer noch mal dann in alle möglichen Richtungen entwickeln, weil auf der einen Seite kann es natürlich sein, oder ist es meistens so, dass dann über den Lauf der Zeit noch mehr Displays geöffnet werden und es kommen immer mehr Karten dazu. Es kann aber auch sein, irgendjemand sagt, das ist meine Lieblingskarte und kauft davon alle Karten, mal geht Karten weg, dass der Kartenbestand bei 0 ist. Und dann ist natürlich wieder Angebot und Nachfrage. Dann kann es auch sein, dass eine Karte wieder teurer wird. Aber in der Regel ist es so, dass kurz nach Release die Karten am teuersten sind und der Preis dann fällt.
Hier ist nochmal so. Das fand ich früher bei den japanischen Sets besser. Da war hier direkt die Kartenliste, kannst du abhaken, wie viel du schon hast und so. Naja, gut. So, das sind die wunderschönen Booster Artworks. Ich schieb das Display mal hier nebenhin. Booster Artworks sehen richtig, richtig cool aus. Jetzt mal auch hier schon mal eine Stufe näher ran. Fokus sollte so passen. Ja, so sollte eigentlich am schärfsten sein. Okay, warte mal, nee, Display schiebe ich hier hin. So, schwuppdiwupp. Ja, wir haben hier die drei Hisuian-Formen der Starter, Silvaro, Tornupto und Admurai. Sehr geiles Booster-Artwork. Hier kann man immer gerade lesen wegen Pullrate und so. Hyper Rare, Secret Rare, 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 Rare. Das sind garantiert wieder die Prozente. Aber ja, ich sag mal so, am schlausten ist mir dann, wenn man es einfach mal aufmacht. Ach, und die gehen wieder schwer auf. Gehen die hier oben leichter auf? Nee. Ah doch, jetzt geht's. Habe ich nur zu blöd angestellt. Okay. Dann schauen wir mal. Fangen hier an mit einem Rizeras. Ich gucke mal gerade nach dem Fokus. Jetzt ist er am schärfsten. Haha. Jetzt habe ich schon auf die Karte gerichtet. Okay. Also Rizeras. Wunderschöne Herde Damm hier Plex. Das finde ich ja auch geil, dass die Artworks jetzt hier quasi wie aus dem Spiel gescreenshottet haben. Also nur so ein bisschen da auch an die Gegend angelehnt und so. Nehmen wir einen Leufeo. Dann haben wir schon mal hier den Denboku. Und wir haben ein Absol als Holo. Und oha! Das glaube ich ja jetzt nicht, Alter. Die erste Character Rare und es ist direkt Hut Hut. Das ist ja fett. Oh Mann, ich wollte. Gedanklich habe ich jetzt schon so gedacht, okay. Gucken wir mal, was die erste Reverse-Karte ist und wir ziehen direkt die erste Character Rare und das ist auch noch mit einer der zwei Top-Character Rares, die ich haben wollte. Also hier das Absol Holo, ja, schöne Karte, aber Hut Hut Character Rare, das ist so eine geile Karte. So geil. Alter, fett, richtig fett. Ich hole sie nochmal raus, weil das hat hier über die ganze Karte ein Holo-Foil, also das ist ein riesiges Holo-Foil, man kann es erkennen, ne? Das leuchtet hier wie so ein Regenbogen, aber das ist halt kein glänzendes Holo, sondern das ist ein mattes Holo. Deswegen auch extrem anfällig für Kratzer oder Printlines. Ich gucke jetzt hier gerade bei mir live über die Karte drüber, aber ich sehe nichts. Weder ein Kratzer noch eine Printline. Jetzt gucke ich mal, ob ich das vielleicht für die Kamera, also für euch nochmal irgendwie hinbiegen kann, hindrehen kann. Aber das wird schwierig sein mit dem Lichteinfall hier. Nee, warte mal. Kann man da irgendwas erkennen? Nicht wirklich, ne? Also Kratzer der Printlines habe ich jetzt nicht gesehen. Alter, mega geile Karte. Unglaublich fett. Das ist ein sehr, sehr guter Start. Und auch das Centering schmeckt. Ich meine, ist nicht gut erkennbar. Zumindest hier, da wo grau auf grau ist. Aber das Centering sieht, was ich so beurteilen kann, auf der Front perfekt aus. Hinten eigentlich auch. Das Centering kann vorne und hinten unterschiedlich sein, falls ihr es nicht wusstet, weil natürlich die Front auf die Pappe gedruckt wird und die Hinterseite wird auf die Pappe gedruckt. Und es kann halt immer mal sein, dass die Front und die Hinterseite quasi ein bisschen versetzt gedruckt werden. Deswegen das Centering an der Vorderseite ist nicht immer gleich dem auf der Rückseite. In den meisten Fällen ist es ähnlich, also das ist nicht auf der Vorderseite nach rechts geschoben, auf der Hinterseite nach links. Wenn, dann ist schon beides versetzt, aber es kann halt immer mal doch ein bisschen unterschiedlich sein. Oh Mann, sehr geil. Sehr, sehr geil. Mann, so kann es weitergehen. Ach so, und was ich zu dem Display noch überhaupt nicht gesagt habe, das steht hier neben auch drauf. Wir haben hier nur 20 Booster A6 Karten. Normalerweise sind bei japanischen ja immer 30 Booster A5 Karten. Das heißt, die Kartenanzahl, warte mal, 5 mal 30 ist 150 und 6 mal 20 ist 240. Warte, nee. Warte mal, 6 mal 180. 2 mal 6 ist 1880. Wir haben hier sogar mehr Karten drin, oder? Bin ich jetzt komplett doof? Ist ja nicht so, dass ich mal den Leistungskurs hatte. Ja, egal. Auf jeden Fall. Oh, das ist auch geil. Hippopotas mit, wie hieß er nochmal? Der Protagonist Lumios
Ich weiß gar nicht, also ich hatte den männlichen Charakter gespielt und deswegen weiß ich, dass der weibliche Lumia hieß. Ich weiß nicht, wie der männliche heißt, aber er müsste Lumios sein, ne? Da bin ich mir unsicher. Aber auch hier das Artwork im roten Sumpfland. So geil. Und wenn man mal genau hinguckt, sieht man sogar, dass da hinten, also hier oben auf dem Vulkan, dass dieses Raum-Zeit-Kontinuum, also dieses... halt dieses Portal da oben, ne? Ihr wisst ja, da wo man rausgefallen ist, das sieht man sogar auf dem Artwork, wie man hier das, jetzt mit der Name gerade wieder entfallen, eben hatte ich nur noch gesagt, Hippopotas meine ich, ist es, ne? Wie man das im roten Sumpfland fängt. Also die Artworks, Rosanna, auch richtig cooles Artwork. Hier Mammutel, also die Artworks, die sind schon extrem geil. Und halt eben immer ans Spiel angelehnt. Miltank hier, sehr schöne Holo-Karte. Und haben wir jetzt mal die erste, ja, wir haben die erste Reverse-Holo-Karte. Und da sieht man jetzt schon die Pokebälle, ne, über die ganze Karte. Das ist das, was die hier gemeint hatten mit Reverse-Holo-Foil im Pokeball-Design. Es hat ja, oder die letzten japanischen Sets, die ich aufgemacht habe, die hatten ja alle keine Reverse-Karten. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt quasi normal ist bei japanischen Sets. Ich habe noch keine Openings gesehen von hier Time Gazer und Space Juggler. Oder ob das jetzt genauso wie diese Sparkling Pokémon im Prinzip für hier das Set exklusiv ist. Aber finde ich ja cool, wenn es im Japanischen auch Holo-Karten gibt. Weil wenn du so willst, ist das ja jetzt diese sechste zusätzliche Karte. Von daher dürften sie gern weitermachen mit Reverse Holos. Hier nochmal ein schönes Duflor, auch geil gezeichnet, richtig abstrakt. Hier haben wir Jubeldorf, wieder mit dem Vulkan und dahinter dieses Raum-Zeit-Gefüge. Ne? Weiß gar nicht, was das für ein Pokémon sein soll. Okay, wir haben hier Adem, der hat so einen komischen Namen, wo ich nie drauf komme. Dieser Lampenschirm auf jeden Fall. Oh, und wir haben hier den Föhn in Reverse. Oh, aber der hat eine dicke Printline. Kann man so sehen? Ja, doch. Da kann sie, gut, wenn ich jetzt meinen Dingfinger dahin halt nicht, aber hier geht eine Printline komplett durch die Holofolie. Da sieht man sie jetzt, ne? Einmal genau durch die Mitte hoch. Ja, da sind die Reverse-Holos natürlich anfällig für. Einmal eine schöne Printline durch die Mitte. Skelabra ist der Name. Ich habe nachgeguckt, Skelabra. Im Englischen heißt der Chandelure, was ja deutlich näher an dem richtigen Wort für Kronleuchter, nämlich Chandelier, ist, als Skelabra. Deswegen kann man sich da eher den englischen Namen noch merken, aber gut. Weiß nicht, wer sich da die Übersetzung wieder hier überlegt hat. Schönes Pfiffchen haben wir hier. Rizeros, ein Watribi, den Schnurgast. Oh, wir haben die erste Endentwicklung hier. Wir haben Silvaro als V in der Hisui-Form. Von dieses kleine, ich würde jetzt mal sagen, K und umgedrehte YT, das heißt Hisui. Also Hisui, Silvaro, Endentwicklung von Bautz, also Start der Pokémon. Und wir haben hier nochmal das Rizeros als Reverse. Ach, ist ja gar nicht Rizeros, ist ja Rihornia, oder? Oder war es nicht was Rizeros? Nee, Rihorn. Rihorn, Rizeros, Rihornia. Genau. So rum war's. Mein Gott, mir fallen hier schon die Gen 1 Pokémon-Namen nicht mehr ein bei den ganzen neuen, die man sich hier merken muss. Und die Karte, ich weiß nicht, ob man das sieht, die hat einen extrem Hochglanz-Holo, aber hat auch wieder hier Struktur. Das sieht fett aus. Die sieht sehr, sehr hochwertig aus. Vor allem das Pokémon ist. Also ich würde jetzt mal sagen, das ist eine HD-Karte. Also das ist sauscharf gezeichnet. Gefällt mir auch richtig gut, die Karte. Also ich habe ja in dem Digimon Opening jetzt letzte Woche gesagt, dass Pokémon sich da eine Scheibe mal von abschneiden kann. Aber gerade bei den Karten jetzt muss ich sagen, die sind auch schon ziemlich geil. Also die Hut Full Art, die liegt jetzt hier neben mir, die gucke ich mir immer nochmal an zwischendurch. Boah, die ist schon nice. Ne? Jetzt hier nochmal das normale Hut. Aber gut, die japanischen Karten sind immer ein bisschen geiler als die deutschen. Noctu. Oh, wir haben Galagladi als Holo.
Galagladi ist ja eine Endentwicklung, die sie auch noch eingefügt hatten, neben Gardevoir. Also es ist ja Trasla, Kirlia und dann kann sie es entweder in Galagladi oder eben in Gardevoir entwickeln. Und dahinter haben wir Roselia als Reverse. Jetzt habe ich eben gar nicht nach Printlines geguckt. Hier die, das sehe ich auf dem Live-Bild, also das sehe ich hier vor Ort, ne? Die hat hier neben eine Printline runter und hier eine quer. Jetzt versuche ich das nochmal in der Kamera einzufangen. Ah, die Pokebälle sehen schon geil aus. Das ist auf jeden Fall ein fettes Holo. Wir haben das ja mit den Typen, also bei uns ist Pflanzentyp, dann ist ja auch Pflanzen drauf und bei Feuer sind hier kleine Flammen drauf, hier sind es immer Pokebälle. Aber die Printlines kann ich auf der Kamera tatsächlich gar nicht einfangen, wirklich. Aber ihr könnt mir glauben, die sind da. Ah, da sieht man sie ein bisschen. Hier rechts, da sieht man sie ein bisschen, das Kreuz gerade. Aber ja, sind halt eben komplette Holokarten und deswegen auch sehr anfällig. So, jetzt weiß ich nicht, bei wie viel Booster wir jetzt sind. Auf jeden Fall jetzt nochmal hier als Non-Holo. Das süße Quiekel, das ist auch hier im Jubeldorf. Da hinten siehst du den Hauptsitz von der Galaktik-Expedition. Hier neben die Dörfer und hier oben wieder der Strudel. Die Weiterentwicklung von Baldorfisch, die hat auch so einen komischen Namen. Im Englischen ist das einfach. Da heißt es nämlich, ich kann es euch gerade raussuchen. Quillfish und Overquill. Ne, kann man sich besser merken als Baldorfisch. Und ich glaube, das heißt irgendwie Mian irgendwas. Und ich gucke gerade nach, bevor ich irgendwas Falsches sage. Der Overquill, wie heißt der? Myriador. Genau. Kann man sich auch sehr gut merken, ne? Myriador. Oh, wir haben Anxantor Holo. Anxantor Holo ist ja der erste Boss im Prinzip, auf den du eigentlich triffst, ne? Also Anxantor ist der erste, den du besänftigen musst, der erste, der vom Blitz getroffen wird. Ein Pokémon, was ich bis dahin überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und oh, wir haben. Ah ne, doch, ist nur eine Reverse Holo. Auch wieder hier mit einer dicken Printline, einmal durch die ganze Karte. Kann man die in der Kamera sehen? Oh ja, da sieht man, das sieht man gut. Geht hier sogar noch eine quer rüber, ne? Das kann man gut erkennen. Ja, Printline-Probleme, die gab es schon. Die gab es eigentlich schon, solange es Pokémon-Karten gibt. Aber Anxantor Holo, das ist fett. Und das hat auch wieder so ein mattes Holo-Foil. Das finde ich extrem cool. Ich mag diese krass glänzenden Holos irgendwie nicht so. Mir sind diese etwas matten lieber, beziehungsweise die ganze Karte ist etwas matt. Das finde ich schon sehr, sehr cool. So, nachdem wir ja direkt hier mit der Fast Pack Magic die erste Character Rare gezogen haben, könnte jetzt mal langsam wieder eine kommen. Wir haben Sichlor und da hinten ist Lumia mit drauf. Kann man nicht gut erkennen, ist ziemlich klein. Gehen wir hier gerade ein bisschen näher ran, ne? Aber auch wieder schönes Artwork im Obsidian-Grasland. Sichlor mit Lumia. Ich weiß noch, wo ich das erste meinen Sichlor gefangen hatte. Eigentlich fast alle Pokémon waren bei mir. Oh, guck mal, dann den Celestis hier. Die alte Bitch. Bei mir waren. Oh, wir haben Faustator Nupto Hisuian-Form. Alter, mega geil. Vor allem, weil es mein Starter-Pokémon war im Spiel. Jetzt haben wir Tornupto als Faustar. Mega, mega nice. Die Karte sieht auch richtig fett aus. Die hat vor allem verschiedene Holo-Effekte. Ich hoffe, ich kann das auf der Kamera ein bisschen einfangen. Die hat hier eher so ein, so ein gepunktetes Holo. Und hier hat die eher so ein geriffeltes Holo. Das kann man auf der Kamera wahrscheinlich nicht erkennen. Also doch, hier links sieht man diese Riffelung, ne? Dass diese Streifen hier so ein bisschen geriffelt sind. Und hier der Arm, der ist halt hauptsächlich gepunktet. Da sieht man eigentlich nur, dass es so ein bisschen grisselig ist. Ich versuche mal näher ranzugehen hier. Stell scharf. Ja, man kann es da auch ein bisschen erkennen, ne? Das sieht schon sehr fett aus. Das ist natürlich geil. Und haben wir ein Double Banger Pack? Ne, wir haben Sichlor als Reverse. Aber auch wieder hier mit zwei dicken Printlines. Sichlor macht drei Kreuze und die Printlines auch. Tornupto Faustar, eben noch gecallt und jetzt gezogen. Das ist natürlich fett. Also wir haben jetzt schon mein Starter als Faustar und eigentlich somit die geilste Character Rare, also das Huthut. Ich würde mal sagen, das Display gönnt bis jetzt.
Ich glaube, ich war eben noch was am Erzählen, aber ich weiß nicht mehr was. Von daher, ja, mache ich einfach weiter. Traunvogel, auch hier vor der Galaktik-Expedition. Sehr, sehr geil. Barschwa habe ich gehasst. Oder ist es Barschuft? Nee, doch, Barschuft, oder? Alter, den konntest du ja nicht fangen in diesem Kackspiel. Wir haben hier Giflor in einem sehr, sehr schönen Holo. Und wir haben Celestis als Reverse. Aber auch hier wieder Printline. Gut zu erkennen. Naja, bisschen schade. Ja, dieser Kackfisch, der war ja nicht zu fangen. Und selbst kämpfen wir uns gegen den nicht, weil der immer geflohen ist. Von dem den Pokédex-Eintrag voll zu kriegen, das war somit das Schwerste, was in dem Spiel da zu machen war. Generell, also ich habe nicht den kompletten Pokédex vollständig erforscht. Oh, Dianzi als Holo, auch sehr geil. Und wir haben jetzt eben hatte ich den Namen noch, Myriandor oder so als Reverse. Arceus trägt uns hier am Anfang auf, allen Pokémon zu begegnen. Das ist auch was ich noch machen will. Also es gibt ja 242 Pokémon. Und ich glaube, ich bin 220 oder so bin ich begegnet. Und den Pokédex habe ich, glaube von 190 oder so komplett vollständig, also Stufe 10. Scaraborn auch mit einem geilen Artwork, auch wieder mit dem Bergtime-Hintergrund. Aber das ist halt eben immer so, oh jetzt, sehr geil, jetzt haben wir auch noch hier das Tonupto als normale V, das ist natürlich geil. Jetzt haben wir die V und die V-Star und von Silvaro haben wir auch schon die V. Wenn wir da jetzt noch die V-Star kriegen, beziehungsweise, also eigentlich haben wir von Otaro, haben wir noch gar nichts, ne? Der Boy müsste jetzt auch nochmal hier kommen, langsam irgendwie. Und oh, Double Banger Pack, wir haben Skelabra als Character Rare. Wobei, die Trainerin kenne ich nicht. Das ist ein fettes Booster gewesen. Double Banger, wie gesagt, Character Rare. Also eigentlich ja auch Secret Rare, ne? Wenn ich hier nochmal run gehe. 69 von 67 Character. Normale Secret Rare haben wir noch keine gezogen. Diese Character Rares zählen ja dann eigentlich so, wenn du so willst, nicht zu den Secret Rares, ne? Oder du sagst halt, es gibt 3 Secret Rares in dem Display, aber das ist ja eigentlich nicht normal. Wo war ich da? Achso, genau, dass diesen Pokédex vollkriegen, das ist halt eben immer so dieses Grinden dann zum Schluss von so einem Pokémon-Spiel, was mir eigentlich nicht so viel Lust macht. Also die Story halt abschließend, klar, dann alle zu besänftigen und auch, also ich will jetzt nicht spoilern, die beiden Pokémon da noch zu fangen, ne, okay. Aber eben jetzt mich dann da hinzusetzen und noch den ganzen Pokédex da voll zu machen, weiß nicht, macht nicht so viel Bock. Pyroleo. Und wir haben die Parfümflasche hier als Reverse. So, etwa die Hälfte des Displays ist auf. Wir haben schon 2 Character Rares, eine V-Star, 2 Vs. Wir haben noch keine Shiny. Aber da soll ja, wobei da steht nur Limited to One per Pack oder per Deck oder per Display. Heißt das mindestens eine? Und gerade, wo ich von spreche, haben wir einen Shiny Heatran gezogen. Okay, das ist insofern unlucky, weil ich ja eigentlich lieber das Greninja gehabt hätte. Aber das sieht schon fett aus. Also das, die Karte hat ja diesen kompletten Kreuz, Quer, was auch immer, Gedöns. Habe jetzt gerade versucht herauszufinden, ob der Holo-Effekt irgendeinen Namen hat, aber ich habe nichts gefunden, deswegen nennen sie einfach Kreuz, Quer, was auch immer Gedöns. Ich könnte auch einfach Sparkling-Effekt dazu sagen, aber Kreuz, Quer, was auch immer Gedöns ist mir lieber. Und das Pokémon ist aber nochmal anders hervorgehoben. Das hat wieder so ein, das ist sogar leicht strukturiert. Warte mal, kann man das so erkennen? Nee. Also die, doch, da, so ein bisschen hier links. Die Umrisse quasi, die sind hervorgehoben. Und das Pokémon selbst ist auch wieder so dieses gepunktete Struktur, das gepunktete Holo. Also in echt sieht sie geiler aus als auf der Kamera, aber ist auch die 11 von 67 K, wofür auch immer K steht, das heißt ja eigentlich Sparkling oder halt Shiny K. Ich weiß nicht, ob das im Japanischen was zu bedeuten hat, aber ist halt eben K. Und dann hier nochmal das Fifien in Reverse. Gut, dadurch, dass nur eine Shiny-Karte hier drin ist, es sei denn, es wäre ein Error-Display, ist insofern da jetzt schon die Spannung raus.
Oh, wir haben Starmie als V. Das ist sehr cool. Auch wenn die hier oben leichtes Silvering hat. Also die Ecke ist etwas angefressen. Aber okay. Starmie V, sehr coole Karte. Ist wahrscheinlich auch wieder nur 10 Cent wert, aber das ist mir wurscht, weil die Karte finde ich geil. Und dann stelle ich mir die auch in den Schrank, egal ob die 10 Cent wert ist oder 100 Euro. Und dahinter ist nochmal Trasler in Reverse. Hier sehe ich jetzt doch ganz am Rand rechts eine Printline. Leider eine Printline. Aber ich glaube, es sind zwei Vs da möglich. Und auch noch ein paar Character Rares. Von daher ist ja auf jeden Fall die Spannung noch nicht raus. Oh, Absol, wir doppeln uns schon bei den Holo-Karten. Und die Weiterentwicklung von Schmerbe. Ach, das war dieser Elektrofisch, gell? Warte mal, da will ich jetzt auch wissen, wie er heißt. Weiterentwicklung von Schmerbe. Whiskers oder Whiskash heißt es im Englischen und im Deutschen heißt er Welser. Der gute Wels, also okay. Wels als Reverse. So, weiter geht's mit Sichlor. Nochmal Trasler. Wie sind das nochmal? Weiterentwicklung von Quiekel. Ah, mir liegt's auf der Zunge. Zweite Generation. Come on. Lass mich nicht im Stich. Das will ich jetzt wissen. Irgendwas mit Schwein. Keifel. Was habe ich denn mit Schwein im Kopf? Quiekel-Keifel, klar. Ein Hohnweisel. Nochmal Axanthor als Holo. Und Axanthor als Character Rare. Mega nice. Die zwei zusammen. Und vor allem, da Axanthor ja auch in dem Spiel quasi Legendary Pokémon war. Oder halt dieser eine Beschützer oder dieser eine. Ja. Gott, den sie da angebetet haben. Auf jeden Fall sehr fette Character Rare. Das Set mag ich unter anderem, weil ich halt eben das Spiel gespielt habe und dann damit was anfangen kann. Ja, also ich glaube, wenn ich das Spiel nicht gespielt hätte und könnte mit den Pokémon nichts anfangen, dann würde ich die Karten auch nicht so geil finden. Aber dadurch, dass ich jetzt weiß, eben Axanthor, das erste Pokémon, was du da besänftigen musst, ist die Karte halt eben nochmal ein bisschen geiler. Dummy-Tier als Holo und Baldurfish als Reverse. Und so langsam glaube ich doch, ich weiß, warum das in so einem High-Class-Display drin war. Gibt es überhaupt Packs ohne Holo? Ich glaube, hier ist auch mindestens immer eine Holo drin, oder? Hier nochmal das Mammutell. Oh, jetzt haben wir natürlich hier Silvaro als V-Star gezogen. Also wir haben Silvaro, V und V-Star. Wir haben Tornupto, V und V-Star. Otaro haben wir leider gar nichts. Okay. Und wir haben nochmal hier das Myrapla in Reverse. Okay, gucken wir uns die Karte mal kurz an. Sandring links, rechts sieht auch sehr gut aus. Oben, unten sieht auch perfekt aus. Karte auch wieder mit verschiedenen Holo-Effekten. Hier unten dieser Kreis, was ja bei diesen V-Star-Karten typisch ist. Sieht so richtig cool aus in der Sonne, wenn ich so ein bisschen hin und her wackel. Sehr fette Karte. Und vor allem auch hier haben wir jetzt die V- und V-Star quasi vollständig. Wie gesagt, der gute Otaro, der kommt hier ein bisschen kurz. Aber was ich mich gerade frage, wir hatten jetzt immer nur die Endentwicklung, das ist mir eben bei der Kartenpräsentation gar nicht aufgefallen. Wo sind denn hier die ersten und zweiten Entwicklungsformen? Die sind ja gar nicht drin, oder? Wo sind die denn? Was ist da denn los? Schmerbe. Nochmal Tribi. Nochmal hier der Föhn. Dann Rihonio. Oh, Silvaro V. Moment. Das ist Secret Rare. Das ist eine Full Art Secret Rare. Das sehe ich ja jetzt erst. Ich habe gedacht, hey, den hatten wir doch schon als V. Das ist natürlich fett. 77 von 67 Secret Rare Silvaro Full Art. Fettes Holo Foil. Sieht extrem cool aus. Ist hier noch so gerichtet und mit allem drum und dran, pipapo. Sehr fett. Sehr, sehr fett. Und dann nochmal Keifel als Reverse. Okay, die letzten beiden Packs. Jetzt mach ich mal was Besonderes zum Schluss. Ja. Jetzt mach ich mal was richtig Freches. Und zwar mach ich Folgendes. Wartet. Ich mach so und so. Gucken uns erstmal hier die Karten an. Hier der Lampignon, nochmal ein Myrabla, nochmal ein Traunvogel ist sein erst die nächste Entwicklung.
Jetzt mache ich hier nochmal genau dasselbe. Also eigentlich haben wir ja jetzt schon, wir hatten drei Character Rares. Wir hatten eine Secret Rare. Wir haben die Shiny. Wir haben richtig gut gezogen, möchte man gerade so anmerken. Nochmal das Parfümfläschchen. Nochmal hier den Ding Oji. So. Und jetzt, meine Damen und Herren, folgendes. Wir gucken uns erst die Reverse an. Hutut Reverse. Das ist sehr fett. Weil die Holo, die Dinger haben E-Print Cleanser, macht es ja nichts, wenn die ein bisschen verkratzt werden, wobei das extra so eine Playmate ist, die nicht verkratzen. Und Roserade in Reverse. So. Und jetzt die letzten beiden Booster quasi hier. Last Booster Magic. Moment. Ich versuche den Autofokus noch auf die Matte zu richten. So soll es gut sein. Die letzten beiden Booster, haben wir nochmal was? Oh ja, wir haben nochmal was. Atmurai V als Hisui-Form und Keldeo Holo. Okay, also jetzt haben wir nochmal was von Otaro quasi gezogen. Nur die V-Form, nicht die V-Star-Form, aber okay. Hutut Reverse, extrem cool. Hat das Printlines, das fände ich. Ah ja, okay. Hat auch wieder hier ein Kreuz durch. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ja, man kann es erkennen. Okay. Also Printline, sein Urgroßonkel auf jeden Fall hier in dem Display vertreten. Aber sehr coole Reverse-Holos, gefällt mir extrem gut. Könnten sie gern beibehalten. Und wir haben richtig gut gezogen, möchte man gerade so anmerken. Wir gucken uns sofort an, was wir alles gezogen haben. Und hier mache ich es einfach wie bei Digimon. Wenn bei den Holos oder Reverses irgendeine Karte dabei ist, die mehr wert ist als 50 Cent, Absol oder Axanthor, könnte ich mir vorstellen, dann schreibe ich es unten hin, also hier. Ansonsten, ja, wir haben es ja eben schon gesehen, allein die V-Karten sind teilweise nur 10 Cent wert. Deswegen kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen, dass auf jeden Fall die ganzen Holos und Reverses, die wir heute gezogen haben. Dann kommen wir zu den V-Karten. Da haben wir hier das Atmurai als V. Wir haben Stami als V. Wir haben Silvaro als V. Wir haben Tornupto als V. Warte mal, ich leg's mal so rum. So waren ja die Starter, ne? So. Dann noch das Stami. Haben wir sonst noch irgendwas als V? Nee. Das also die V-Karten. Da blende ich euch die Preise ein, aber keine Millionengewinne hier erwarten. Das war auch eigentlich nicht vorher so abzusehen. Oh, ich sehe gerade, das Stami hat hier oben auch eine Printline durch. Etwas schade, okay. Aber wir haben immerhin alle drei Starter gezogen plus Stami. Sehr gut. Dann jetzt zu den etwas dickeren Bangern. Wir haben Silvaro als V-Star. Wir haben Tornupto als V-Star. Wir haben Silvaro als V-Secret Rare. Wir haben drei alternative Artworks bzw. drei Character Rares, nämlich Axandor, dann Skelabra und Hutut. Ja. Hutut, definitiv geilste Karte heute. Und wir haben das Sparkling oder auch Shiny Heatran. So, oder Heatran, nicht Trint, sondern nicht der Hydrant, sondern Heatran. So. Das also die Karten, die wir heute gezogen haben. Preise stehen jetzt auf dem Bildschirm. Sehr, sehr geile Ausbeute, wie ich finde. Also gerade die beiden hier sehr fett. Hutut natürlich absolute OG. Sparkling Heatran, okay. Hätte lieber Greninja gehabt. Oder auch, was war die andere nochmal, Resladero, gell? Also davon Heatran dann eigentlich die Karte so, an die mir von den drei Shinies am wenigsten gefällt, aber okay. Und hier oben eben dann Resladero, Secret Rare, auch da hätte ich dann lieber Tornupto gehabt, weil kenne ich halt noch von früher aus der zweiten Generation, hatte ich auch als Starter genommen im Spiel, aber immerhin Tornupto als V-Star gezogen und Silvaro nochmal als V-Star, passend dann zu dem, zu der Secret Rare und so. Ist schon ziemlich nice. So, das war es dann jetzt mit dem Display Opening, hat auf jeden Fall richtig gegönnt. Ich meine, man muss mal so sehen, ne? 20 Booster und wir haben wie viel Hits? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wir haben eigentlich aus jedem zweiten Booster einen Hit gezogen und in den anderen
Boostern war immer mindestens ein Holo ohne Reverse drin. Also sehr, sehr cool. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Ding aufzumachen. Und jetzt kommt dann noch der obligatorische Sticker-Booster. Ja, es geht ohne große Umbaupause weiter. Wir haben hier unser Sticker-Heftchen, das wir ja am vervollständigen sind. Haben hier ein Display. Ich nehme jetzt einfach irgendeins hier gerade mitten raus. So, ein schöner Sticker-Booster. Da habe ich ja, wo ich für den Urlaub vorproduziert habe, einmal verkackt. Da habe ich ja einmal die Reihenfolge vertauscht. So, wenn das die Reihenfolge war, wie es hätte kommen sollen, habe ich einmal eins aus Versehen dazwischen geschoben. Ist aber, glaube ich, den wenigsten aufgefallen. Von daher mea culpa, aber so ist es nun mal. So, warte mal, was ist denn das hier, so unser Prisma-Hit, oder? Ash Prisma. Ich bin mir nicht sicher, haben wir den jetzt schon mal? Okay. Wir gucken uns mal das andere hier an. Also wir haben Ammonitas, wir haben Slimer, wir haben Vulnona, wir haben Blutzuck, wir haben, kann man es überhaupt sehen? Ja, ist drauf. Wir haben Krabby, wir haben Dragonier, wir haben ein Schlurp, wir haben ein Fukano und wir haben ein Shillock. Oh, Shillock, guck mal hier. Shillock, der Boy, den können wir direkt einkleben. Den hatten wir nämlich noch nicht. Und geht das ja. Ich habe mir nämlich eben extra nochmal hier vor dem Opening die Fingernägel geschnitten. Ich finde es manchmal ekelhaft, wenn du irgendwelche Pokémon-Openings guckst, dann haben die Leute da entweder 10 cm lange Fingernägel oder haben Dreck da drunter oder oh, denke ich mir so, das muss doch nicht sein, das kann das alles ein bisschen geflashter aussehen, hier nicht. So, dann bringe ich die jetzt mal in Reihenfolge und dann gucken wir mal, welche wir davon haben oder noch nicht haben. Allerdings, aber mir fällt gerade mal so auf, wir haben die komplette Bisasam-Reihe vollständig und die komplette Shigi-Reihe. Jetzt fehlt uns nur noch Glumanda. Und der sollte ja wohl eigentlich ganz gut zu bekommen sein, oder? Also wir haben hier Vulnona mit der 38, haben wir schon. Wir haben Blutzuck mit der 48, haben wir schon. Wir haben Fukano mit der 58. Oh, den haben wir noch nicht. Das ist ja was, das ist ja was hier. Ist ja wieder immer hier einer, der aus der Reihe tanzt. Ich habe gedacht, jetzt hätten wir wieder die ganze 8er-Reihe und haben da schon alle, aber mal hier Fukano, den hatten wir noch nicht. So, Slimer 88, der sieht mir eigentlich auch noch relativ unbekannt aus. Also den habe ich auf jeden Fall noch nicht so oft gesehen, aber okay, vertan, den haben wir schon. Dann Krabby 98, haben wir schon. Schlurp 108. Den haben wir, glaube ich, auch schon. Ne, den haben wir noch nicht. Oh, guck mal hier. Schlurp, schlurp, schlurp. Schlurp die Wurp, Kartoffelsurp. So. Halbwegs gerade da rein. Das wird jetzt immer schwerer, die einzukleben, weil du, also wenn ich die jetzt andrücke, ne, da sind halt schon jetzt hier ein paar Sticker drunter. Deswegen ist das Buch hier, ne, kann man sehen, das ist hier deutlich dicker. Und dann ist es gar nicht mehr so einfach, die einzukleben. 138. Der gute. Na, haben wir schon, okay. Und Dragonier, ich glaube, den haben wir auch schon. Dratini haben wir auf jeden Fall. Dragonier und Dragoran, die ganze Reihe haben wir schon. Okay. Ash, wie gesagt, der kommt mir auch relativ bekannt vor. Kann mich aber auch irren, weil es ja immer hier Ash-Bildchen quasi auch auf anderen Stickern gibt. Ich gucke einfach mal Prisma 28. Wir sind erst bei 13. Das ist 20. Ah, ich kann mich auch deswegen vertan, weil guck mal, das ist dieselbe Rückseite. Okay, 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 dann haben wir ihn vielleicht doch noch nicht. Da ist er. Ne, das ist 23. Hallo? 27, 28, hier. Da ist er. Hä, den haben wir noch nicht. Okay, dann haben die nur dieselbe Rückseite genommen. Tja, so schnell kann man sich irren, wa? Oh, wa. Aber guck mal hier, dann haben wir doch schon mal wieder einen neuen Prisma-Sticker. Oh, das. Ne, das gefällt mir nicht. Der wäre schief gewesen. Das geht besser. So. Ja. Der sieht besser aus. Sehr gut. Okay, da okay. Ash, Prisma Nummer 28 ist drin. Hätte ein bisschen tiefer gekonnt, merke ich gerade. Na gut. Wie dem auch sei. So. Also, wunderbares Opening. Prisma-Sticker, die wir verwenden konnten. Super viele, super geile Karten gezogen. Aus Battle Region. Wo ist der schöne Hut? Hallo? Ah, da, da ist es. Und damit sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt. Und nächste Woche gibt es dann wieder was von Digimon. Und zwar den Release Special Booster Satz 1.5.
5. Könnt ihr schon mal drauf freuen. Ich wünsche euch bis dahin noch eine schöne Woche und guten Rutsch ins neue Jahr, falls wir uns bis dahin mal sehen sollten. Also, halt die Wurst durch. Ciao.